Flo im Ohr. Flo im Ohr, yeah. Flo im Ohr. Flo im Ohr, yeah. Ein flohstarkes Hallo. Heute könnt ihr euch mal gemeinsam mit mir entspannen. Denn ich zeige euch meine Entspannungsgeschichte, Lausche dem Klang. Und sie ist ideal, um mit Kindern ruhig zu werden. Entweder sitzen die Kinder am Boden im Kreis und schließen die Augen oder sie legen sich sogar gemütlich, vielleicht mit einem Kissen, auf den Boden. Der Text wird ganz langsam und ruhig gesprochen und das Instrument wird natürlich vom Spielleiter oder der Spielleiterin auch ganz langsam gespielt. Im Prinzip braucht ihr eigentlich auch nur einen Energy Chime für diese Geschichte. Falls ihr keinen habt, würde natürlich alternativ auch eine Triangel gehen. Ich werde heute die Geschichte noch mit meiner Harpy Drum ein bisschen pimpen, weil ich liebe einfach meine Harpy Drum. Ich finde, die hat so eine entspannende Wirkung, noch zusätzlich zum Energy Chime. Aber das werdet ihr gleich schon hören. Ja, und wer den Text nachlesen möchte, den Text findet ihr in meinem zweiten Band Klanggeschichten und Trommelverse für jede Gelegenheit. Das ist die letzte Geschichte und die werde ich euch jetzt präsentieren. Also macht's euch gemütlich. Wir werden ganz ruhig und atmen tief ein. Wir schließen die Augen und lassen den Klang hinein. Wir lauschen dem Ton. Er klingt ruhig und lang. Wir fühlen uns dabei schon ganz entspannt. Erneut klingt es hell. Der Ton füllt den Raum. Wir atmen ein und aus. Es ist wie im Traum. Wir lauschen noch einmal dem langen Klang, sind achtsam und warten gespannt. Wenn der Ton wird leiser in deinen Ohren, öffne langsam die Augen und fühl dich wie neu geboren. Ich hoffe, ihr habt euch davon auch etwas inspirieren lassen und seid jetzt auch etwas entspannter. Ansonsten könnt ihr euch die Geschichte ja auch ein zweites Mal nochmal anhören, wenn das mit dem ganzen Entspannen noch nicht so ganz geklappt hat. Ich sage euch, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Tschüss! Schenke unserem Flo dein Abo. Das wäre absolut flohstark. Und besuche unbedingt unsere Website www.flohimohr.tv. Wir freuen uns auf dich.